kommen. Das zweite Viertel fand ich, haben wir sehr gut gespielt. Aber ich denke mal, es hat daran gelegen, dass wir, bis jetzt wir nicht gewonnen haben, dass wir uns einfach im Korbleger nicht reingemacht haben. Aber allgemein bin ich zufrieden mit unserer Leistung. Zuallererst möchte ich mich beim Ausrichter Sainz Jena bedanken für die gute Organisation und Durchführung dieses internationalen Turniers. Respekt und Anerkennung. Ja, der Niklas hat schon gesagt, wir sind schwer in die Begegnung gekommen. Wir haben uns ein tiefes Loch geschaufelt, dass wir gleich nach 3-4 Minuten mit 2-11 hinten lagen. Und da ging es eigentlich schon los, dass wir unsere eigenen schwer erkämpften und erarbeiteten Chancen aus der Distanz nicht verwertet haben. Haben aber dann mit einem großen Team-Spirit, mit einer guten Teamleistung und Energie es geschafft, bis zur Halbzeitpause auf einen Punkt ranzukommen. Auch teilweise spielerische Glanzpunkte setzen können. Waren immer auf Augenhöhe und haben das Spiel sehr ausgeglichen gestaltet. Und ich hätte mir gewünscht, dass die Schiedsrichterleistung etwas ausgewogener gestaltet werden hätte können. Denn wäre auch ein Sieg der MBA-Rookies möglich gewesen, wenn nicht sogar verdient. Da waren doch einige fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen gegen uns, die ein bisschen wehtaten. Aber ansonsten Anerkennung und Gratulation an Sainz Jena. War ein schönes Spiel und für uns als letztes Spiel dieses internationalen Turniers nochmal eine gelungene Standortbestimmung. Dankeschön. Also wir haben das Spiel mit einem guten Lauf angefangen. Wir haben die Führung auch über das ganze Spiel gehalten, auch wenn es ab und zu mal knapp war. Aber wir haben den Druck von MBA standgehalten und unser Spiel durchgezogen. Genau. Ja, MBA hat einen guten Kampf geliefert. Es war ein schönes, knappes Spiel. Das sind genau die Sorte Spiele, die wir brauchen. Große Jungs, die uns auch für schwere Aufgaben gestellt haben. Und ja, die haben wir heute eigentlich ganz gut bewältigt. Und es war dann eben am Ende besser. Viele Runs, ja, die wir hingelegt haben, die auch immer wieder eingeholt wurden. Und ja, also gegen die großen Jungs zu spielen war schon spannend. Also viel die Neiverteidigung, die uns dann immer besser gefallen hat, das Rebounding trotzdem irgendwie vom Bissen zu führen, das war sehr in Ordnung. Wir haben vorne einfach den Ball teilen und jeder attackiert. Und dann sehen wir immer am besten aus, wenn jeder attackieren kann, wenn jeder punktet. Das war prima. So, und ja, morgen jetzt das letzte Spiel gegen Litomische, da fiebern wir jetzt alle entgegen.